Gaia Quarz App. Es lassen sich Quarze auswählen und es lassen sich Oszillatorschaltungen simulieren und optimieren. Ich habe hier einen Schaltplan schon mal vorbereitet. Das ist eine Steuerplatine. Dazu braucht man einen 16 MHz Quarz. Den können wir jetzt gleich aus der Produktpalette von Gaia auswählen. So. Hier kann der Entwickler jetzt die relevanten Daten von seinem Quarz ablesen und auswählen. Und wenn er die hat, kann er sie ausdrucken. Und mit diesen Daten kann er dann jetzt in die App gehen. So, da gibt es jetzt oben 16 MHz einzugeben. Dann kommt der R1, lässt sich aus dem Datenblatt ablesen. Steht auch im Datenblatt drin. Und die Lastkapazität. So, des Weiteren gibt man jetzt mal die Vorgaben ein aus der Schaltung. Das sind die beiden Lastkapazitäten hier. Jeweils 22 Picofarad. Serienwiderstand dazu. Und man sieht es, die Schaltung könnte im Prinzip funktionieren, sieht aber noch nicht so schön aus. Und dazu kann man jetzt auf den Button Optimieren drücken. Dann rechnet diese App eine Optimierung aus der ganzen Schaltung. Fertig, dann übernimmt man diese Werte in die Schaltung. Und man sieht sofort, die ganze Sache ist besser geworden. Übertragungsverhalten ist prägnanter und auch die Phasenlage ist besser. Und hier kann man praktisch die neuen Werte ablesen, die jetzt in die Schaltung einzusetzen sind. Und mit dem könnte man jetzt in die erste Schaltung gehen und dann mal einen Aufbau machen und schauen, ob es so funktioniert. Falls noch weitergehende Fragen auftauchen sollten bei der Umsetzung oder in der Praxis, kann jederzeit aus der App heraus Kontakt aufgenommen werden mit unserem Design Center, wo tiefergehende Fragen noch geklärt werden können. Diese App ist kostenlos erhältlich im Google Play Store und kann dort einfach runtergeladen und installiert werden.